Liebtes Geheimnisse über Frauen, die dir bisher niemand verraten hat. Als ich auf diese vier schonungslosen Wahrheiten gestoßen bin, hat das meine Sichtweise, aber auch meine Erlebnisse mit Frauen komplett verändert. Ein paar dieser Wahrheiten werden dich vielleicht schockieren. Aber es ist wichtig, sie zu kennen, denn sie nicht zu kennen, bedeutet als Mann oft von Frauen beim Kennenlernen abserviert zu werden oder in Beziehungen scheinbar ohne Vorwarnung von Frauen verlassen zu werden, ohne für dich klar erkennbaren Grund. Diese Wahrheiten nicht zu kennen, ist ein bisschen wie zu versuchen, dich mit einer Landkarte von Köln in Berlin zurechtzufinden. Du landest andauernd in Sackgassen und wunderst dich, was falsch läuft, obwohl der Fehler die ganze Zeit nicht bei dir, sondern an der Landkarte gelegen hat, die du verwendest. Diese Dinge sind unter anderem stark dafür verantwortlich, dass ich von einem Kerl, der regelmäßig von Frauen enttäuscht und abserviert wurde, zu dem Punkt gekommen bin, an dem es auf einmal so lief, wie ich das wollte. Und ich will, dass es dir genauso geht. Wenn dir das gefällt, gib mir einen Daumen drauf. Wenn du zu irgendeinem Zeitpunkt das Gefühl hast, dass etwas von dem, was ich sage, zutrifft, du etwas ergänzen willst oder du dem Gesagten widersprichst, dann lass mir einen Kommentar da. Ich diskutiere in den Kommentaren gerne mit dir und gebe dort gerne auch weitere Hintergründe für die genannten Punkte, die den Rahmen dieses Videos hier sprengen würden. Deswegen, let's go. Junge, was für ein Intro. Wahrheit Nummer 1. Frauen treffen Entscheidungen aufgrund ihrer Emotionen. Kennst du diesen netten Kerl, der alles für die Frau tut, der so viel investiert und der versucht, die Frau auf diese Weise davon zu überzeugen, dass er die perfekte Wahl ist? Er hilft ihr beim Umzug, er repariert ihren Computer, er wechselt ihre Reifen für sie und denkt dabei, keiner macht so viel für sie wie ich. Sie wird das erkennen und sie wird sich verlieben, weil ich so ein guter Kerl bin. Das ist dann genau der Typ, der am Ende oft verärgert ist, weil seine Traumfrau sich wieder für den unverschämten, frechen Typen entschieden hat, der es überhaupt nicht ernst mit ihr meint. Mein Lieber, ich war dieser Typ schon sehr oft. Vielleicht auch du. Falls ja, lass mich gerne in den Kommentaren wissen. Denn so ein guter Kerl zu sein, ist logisch ein guter Grund, um mit dir zusammenzukommen. Klar. Aber es löst bei der Frau nicht die notwendigen Emotionen aus, die sie braucht, um sich tatsächlich zu dir hingezogen fühlen zu können. Während Männer direkt von der Optik der Frau genügend betört werden können, um sich mit der Frau dann auch Sex vorstellen zu können oder bei genügend ähnlichen Interessen, Hobbys und Gemeinsamkeiten eine Beziehung vorstellen können, braucht eine Frau für dasselbe eine ganze Reihe von Emotionen, die du zuerst in ihr ausgelöst haben musst, bevor sie überhaupt für diese Dinge offen ist. Darum funktioniert es auch so gut, wenn du mit einer Frau keine platonischen, netten, harmlosen Konversationen führst, wo du keine Risiken eingehst, sondern sie stattdessen auch ab und an mal nicht so ernst nimmst und ein bisschen zwischen frechen Statements und charmanten Komplimenten hin und her springst. Dadurch erlebt sie ein wahres Wechselbad der Gefühle und spürt dann genau das, was sie spüren muss, um dich spannend und interessant zu finden. Wenn du genauer wissen willst, wie du das richtig machst, dann schau dir dazu später auf jeden Fall das Video an, wie du mit fast jeder Frau ein interessantes Gespräch führen kannst. Das habe ich dir hier verlinkt. Profi-YouTube-Tipp an der Stelle, save das Video am besten zu der Liste später anschauen, dann verlierst du es nicht aus den Augen. Oder du kannst auch alternativ den Kanal abonnieren, aber dann musst du auch die Glocke anmachen, ansonsten ist es mittlerweile so, als hättest du nie abonniert, denn YouTube ist mittlerweile komplizierter geworden als der ganze Frauenkram. Jedenfalls, auf rationale Gründe, weshalb die Frau mit dir nach Hause gehen oder sich auf eine Beziehung mit dir einlassen sollte, wird sie sich nicht einlassen. Du löst damit einfach absolut nichts in der Frau aus. Sie braucht Emotionen. Wie du das genau machst, findest du wie gesagt im verlinkten Video. Und damit sind wir jetzt auch schon direkt angelangt bei Wahrheit Nummer 2. Frauen nutzen schwache Männer aus. Wenn du ein Mann bist, der ständig in der Friendzone landet, dann passiert dir das, weil du dich von Frauen ausnutzen lässt, mein Lieber. In Hollywood-Filmen und im Fernsehen lernen wir, dass wir nicht aufgeben dürfen, der Frau hinterher zu jagen und ihr jeden Wunsch von den Lippen abzulesen, bis wir sie erfolgreich erobert haben und sie sich dann unserer Liebe hingibt. Dann leben wir alle glücklich und zufrieden bis ans Ende unserer Tage. Das ist nämlich genau nicht, wie es im echten Leben in 99% der Fälle abläuft, aber noch viel problematischer, es gibt Frauen, die genau solche Männer, die immer noch so denken, ausnutzen. Eine kleine persönliche Story dazu. Ich war mal unterwegs in einer Bar und habe diese Dinge richtig gemacht. Dann habe ich eine Frau getroffen und dann sagt sie zu mir, willst du was trinken? Ich denke mir so, wow, die lädt mich jetzt tatsächlich auf einen Drink ein. Nice. Und sage ja. Dann geht sie zur Bar, ist kurz nett zu einem Typen, streichelt ihm ein bisschen die Schulter, lässt sich Try Drinks geben, kommt wieder zu mir zurück, gibt mir einen davon und sagt, ich habe einen Zahler gefunden. Das hat mir ganz tief in der Seele unten für einen Moment lang wehgetan, bis ich mir dann gedacht habe, yo, free gin tonic. Prost. Und zurück zum Thema. Sie lassen sich von den Jungs auch emotionalen Beistand geben, wenn der Typ, mit dem sie schlafen, sie gerade mal wieder links liegen lässt. Und sie lassen sich rumkutschieren, Essen ausgeben und all das, obwohl ihnen teilweise bewusst ist, warum der Mann das gerade alles für sie macht. Und der Mann denkt sich dabei, nun ja, sie schenkt mir Aufmerksamkeit oder wir sind wirklich gute Freunde. Oder sie ruft mich immer an, wenn sie ein Problem hat. Ich bin der, mit dem sie redet. Eines Tages wird sie erkennen, dass ich derjenige bin, mit dem sie zusammen sein sollte. Ich weiß das durch meinen Job, dass Männer, die nicht in der Lage sind, in jeder Situation locker und ohne Probleme Frauen einfach anzusprechen und kennenzulernen, die Frauen nicht richtig aufgeben können, die kein Interesse haben, weil es in ihrer Welt eben ja nicht so viele Optionen gibt. Ich verstehe das.
Aber das Problem ist, dann versteifen die sich noch umso mehr auf die Frauen, die sie nur ausnutzen und tun dann noch mehr für sie. Es ist immer okay, ein Typ zu sein, der aus freien Stücken viel hilft, viel gibt und viel unterstützt. Ich mache das hier schließlich auch in meinen Videos. Ich versuche damit auch anderen zu helfen, ob ich nun am Ende davon was habe oder nicht. Das ist egal. Du musst ganz genau wissen, wie viel bist du bereit, wirklich aus freien Stücken zu geben und wo wird es einfach nur irgendein Unfug, den du machst, um hoffentlich am Ende etwas von der Gegenseite zu bekommen. Wenn eine Frau zu dir sagt, sie kann sich nur Freundschaft mit dir vorstellen, dann ist die richtige Reaktion, okay, kein Thema. Ich habe neulich eh beim Sport ein Mädel kennengelernt, was ganz interessant ist. Vielleicht hast du mir noch einen guten Tipp, was ich irgendwie mit ihr machen könnte oder wo ich mit ihr was trinken gehen kann. Du hast da immer einen guten Plan, wo die Bars sind. Ich will damit nicht sagen, zieh dir das aus dem Arsch und lüg sie an und erfinde irgendwelche Frauen. Es geht mir darum, um die Art, wie du damit umgehst. Cool, entspannt, next. Und wenn du dir jetzt denkst, ja, aber Moment mal, wenn ich das tue, dann ist sie doch weg. Glückwunsch, du bist in die Falle getappt, in die 90% aller Kerle tappen, die das noch nicht mit eigenen Augen erlebt haben, was danach passiert. Die Frau, die sagt nämlich erstmal in den meisten Fällen nicht viel dazu und stimmt dir zu und sagt, ja, stimmt, Freunde, okay, alles klar, sag ich dir dann Bescheid. Dann vergehen ein paar Tage. Sie kriegt deine Aufmerksamkeit nicht mehr, fühlt sich anders an, muss ihre Reifen selber wechseln, macht ihren Computer selber, kümmert sich um ihren Kram selber, muss ihre Probleme selbst irgendwie durchgehen. Sie fängt an, dich zu vermissen. Sie realisiert, was sie an dir hatte. Sie kommt wieder auf dich zu. Und dieses Mal allerdings mit der Realisation in ihrem Kopf, dass sie etwas für dich fühlt, dass sie dich vermisst und mit einem völligen, neu gewonnenen Level an Respekt. Woher ich das weiß? Weil ich das selbst schon zig Male erlebt habe und schon tausendfach bei meinen Klienten voraussagen und dann auch eintreffend beobachten konnte. Ja, als wäre ich Nostradamus. Das ist aber halt nun mal einfach etwas, was funktioniert. Und wenn du willst, dass bei dir mit den Mädels ebenfalls rund läuft, dann lass uns da gerne mal drüber sprechen, denn das ist mein Job. Du kannst dir kostenlosen Beratungstermin mit mir buchen und wenn wir rausfinden sollten, dass ich dir weiterhelfen kann, dann kann ich dir am Ende des Gesprächs auch gerne eine Zusammenarbeit anbieten. Und wenn dich das interessiert, dann klick mal hier oben im Video auf das i oder im Beschreibungstext findest du es ebenfalls. Jetzt aber direkt Wahrheit Nummer 3. Frauen testen dich. Und zwar hart. Frauen haben ein einzigartiges Radar dafür, Schwächen zu erkennen. Die werden dich testen, um sicherzustellen, dass du auch wirklich der starke und selbstbewusste Mann bist, den sie unterbewusst suchen und den du vielleicht auch vorgibst zu sein. Zum Beispiel, wenn sie deinen Musikgeschmack oder deine Kleiderwahl in Frage stellt. Es geht nicht darum, was du trägst oder hörst. Es geht darum, wie du darauf reagierst. Dieses Testen ist einfach nur ihr Instinkt. Sie will wissen, ob du das Zeug dazu hast, in schwierigen Zeiten ruhig und standhaft zu bleiben. Wenn du bei jeder kleinen Bemerkung oder jedem Test wütend oder unsicher wirst, dann sendet das einfach eine klare Botschaft. Du bist eben nicht der starke Mann, den sie sucht. Aber wie gehst du jetzt damit richtig um? Erstens, bleib ruhig. Wenn sie dich neckt oder herausfordert, dann lach's einfach weg oder sag mit einem Augenzwinkern was Schlagfertiges zurück. Zeig ihr einfach, dass du dich eben nicht so leicht aus der Ruhe bringen lässt. Ich gebe dir ein Beispiel. Sie neckt dich. Hey, die 90er haben angerufen, sie wollen ihre Frisur zurückhaben. Dann sagst du, was? Ich habe denen doch extra gesagt, die sollen nicht mehr bei dir anrufen, weil ich jetzt eine neue Sekretärin habe. Naja, egal. Wie geht's deiner Katze? Hat die immer noch Fußpilz? Zweitens, versteh den Unterschied zwischen einem Test und respektlosem Verhalten. Ein kleiner Test hier und da, das ist vollkommen normal, aber wenn sie ständig versucht, dich runterzumachen oder sich über dich zu stellen, dann ist das einfach nur ein Zeichen dafür, dass es Zeit für dich ist, Grenzen zu setzen. Und das führt uns dann auch schon zum vierten und aus meiner Sicht in diesem Video absolut wichtigsten Punkt. Je weniger klare Grenzen du setzt, desto schneller wird sie tatsächlich die Flucht ergreifen, weil kein Respekt, kein Interesse und letztlich auch kein Sex, by the way. Wenn sie mit ihrem Handy am Date rumfummelt und die ganze Zeit damit mehr beschäftigt ist als mit dir, was tust du? Duldest du das schweigend oder setzt du dann auch wirklich mal ein klares Zeichen und stehst vielleicht auf und sagst, na alles klar, wir machen das so nicht mehr weiter. Wenn sie ständig textet mit irgendwelchen anderen Kerlen, während ihr euch gerade am Kennenlernen seid, lässt du das dann klaglos zu oder machst du deutlich, dass du darauf eigentlich keinen Bock hast? Das nennt sich Willingness to Walk Away und ist ein Prinzip, dass ein Mann an der vordersten Front seines Frontallappens jederzeit zur Verfügung haben sollte, egal wie lange die Beziehung dauert. Denn nur dann bist du wirklich in der Lage, immer noch die Power bei dir zu behalten und sie nicht komplett an die Frau abzugeben und dann zu diesem abhängigen Typen zu werden, den so viele Kerle, die du in den Beziehungen siehst, die unter dem Schlappen stehen, geworden sind. Eine Sache, die du aber unbedingt noch brauchst, wenn du diese Dinge in deinen Beziehungen richtig machen willst, ist das, was den meisten Männern in ihrem Hinterkopf fehlt. Nämlich das Wissen, wie du jederzeit neue Frauen kennenlernen kannst, ohne sich dafür auf irgendwelchen Apps rumtreiben oder dir ein Bein ausreißen zu müssen. Darum habe ich dir auch im Beschreibungstext des Videos und im angepinnten Kommentar ein paar meiner kostenlosen Leitfäden angehängt, die du dir runterladen kannst. Und wenn du die gelesen hast, dann ändert sich schon verdammt viel bei dir. Das ist nämlich genau das, was mir die Männer berichten, die das getan haben. Deswegen, ich will da nichts dafür haben, lad sie dir einfach nur runter, profitier davon, dann bin ich happy. Viel Erfolg, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.